Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit unserem Motor. Ja, wir haben letztes Mal angefangen, den Motor auseinanderzunehmen und ja, es war mein erstes Mal, wie ich ja schon gesagt habe, also erwartet da bitte keine Profi-Tipps. Wir machen das jetzt sozusagen zum ersten Mal und ja, ich habe beim letzten Mal vergessen, eine Schraube zu lösen und zwar hier direkt von der Kurbelwelle. Hätte ich eigentlich sehen können, aber ich bin davon ausgegangen, das sah hier hinten aus wie eine durchgehende Welle und ich dachte, ah gut, ich kann das schon mal ein bisschen abziehen, aber naja, das fehlte halt beim letzten Mal, aber wie gesagt, war jetzt das erste Mal, wusste ich jetzt nicht. Ich habe es zwar im Handbuch nachgeguckt, aber da ist mir das irgendwie nicht so richtig aufgefallen und jetzt müsste man das hier eigentlich so, jetzt ist der Motor auch schon hier relativ gut auseinandergegangen, wie man hier sieht. Und jetzt habe ich hier noch so einen Kunststoffhammer, so einen rückschlagfreien, da ist so Sand drin. Und jetzt soll man das hier so ein bisschen auseinanderklopfen können. Kurbelwelle ist jetzt hier erstmal schön am Lagersitz erstmal rostig und am Kurbelwellenlager natürlich auch. Also ich denke mal, das sollte wahrscheinlich nicht so aussehen. Tja, deswegen ging das wahrscheinlich jetzt auch gerade so schwer raus. Naja. So, jetzt war ja der Plan, die Lager neu zu machen und einmal zu gucken, ob alle Zahnräder noch ordentlich im ordentlichen Zustand sind. Das heißt, jetzt nochmal alles auseinandernehmen, begutachten und dann mal schauen. Zerlegt, halbwegs zumindest. Also, wie ihr schon gerade gesehen habt, so ein paar unerfreuliche Sachen gab es. Und zwar haben sich hier zwei Schrauben halt, die waren halt schon rund gedreht. Ich habe den Motor aufgemacht und die waren schon rund. Und ich habe irgendwie versucht, die loszumachen. Das hat nicht so ganz geklappt. Also habe ich die Schraubenköpfe weggebohrt und wollte dann eigentlich mit einem Linksausdreher hinterhergehen und die Schrauben rausziehen. Das muss ich noch machen. Die stecken jetzt noch da drin. Ich muss mal gucken, also so ein Linksausdreher, falls ihr sowas nicht kennt, habe ich jetzt hier mal so in der Tasche. So sehen diese Dinger aus. Gibt es so in verschiedenen Größen. Sehen aus wie so Bohrer. Und kann man dann einsetzen in so einen Gewindeschneider. Naja, jetzt sehe ich gerade, das Ding hier ist zu klein. Auf jeden Fall setzt man, also bohrt man dann die Löcher in die Schrauben halt rein. Und der passt nicht. Genau die richtige Größe, die ich jetzt brauche, fehlt hier, glaube ich. Und dann kannst du, wenn der Schraubenkopf halt weggebohrt ist oder beziehungsweise ein Loch in der Schraube ist, kannst du dann das Ganze mit diesem Linksausdreher rausschrauben. Sollte zumindest so funktionieren. Also funktioniert auch normalerweise. So, jetzt versuche ich hier die Schraube noch rauszukriegen. Aber so richtig will die auch nicht. Die sitzt nämlich auch hier irgendwie richtig fest und der Linksausdreher, der beißt sich hier gerade auch die Zähne dran aus. Nee, ich glaube, ich habe Angst, den hier nur abzubrechen, ey. Ja, hier muss ich auf jeden Fall nochmal mit härteren Geschützen auffahren.
Weil irgendwie will das alles nicht so, ne? Also hier ist echt alles verhunzt. Hier vorne sieht man das auch nochmal. Ich hoffe, das geht so. Hier habe ich den Schraubenkopf weggeschnitten oder beziehungsweise weggebohrt. Und jetzt muss ich hier nochmal ein tieferes Loch reinbohren und dann gehe ich mit dem Linksausdreher, also mit einem kleineren, da rein und hole mir die Schraube dann wieder raus. Das mache ich dann nochmal in Ruhe. Das mache ich jetzt nicht vor laufender Kamera. Brauche ich ein bisschen Ruhe. Ja. Ja, ist natürlich, jetzt seht ihr das hier, ne, alles voll mit Spänen durchs Bohren, aber dadurch, dass jetzt eh alles neu gemacht wird, ist das alles kein Problem. Die Lager waren, glaube ich, sowieso schon fertig, weil die teilweise schon echt so ein bisschen, ja, nicht mehr so schön liefen. Vom Getriebe her würde ich sagen, ist der Verschleiß in Ordnung, aber das werde ich mir alles nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ihr habt ja hier in den Zahnrädern hier diese einzelnen Klauen, die halt ineinander greifen. Und hier kann man das, ich hoffe, man kriegt das mit der Kamera ganz gut drauf. Die eine Kante ist halt noch richtig schön scharf. Da ist halt keine Abnutzung und hier ist, ne, die eine Kante schon so ein bisschen angefressen. So, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich durch, also ganz normal durch die Schaltvorgänge passiert das halt, dass diese Zahnräder halt ineinander greifen müssen. Müsst ihr mal sagen, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Lager werde ich auf jeden Fall alle neu machen. Und ja, klar, muss ich jetzt die Schrauben, die ich jetzt kaputt gemacht habe, die muss ich jetzt neu bestellen. Und ja, das Ganze natürlich ordentlich sauber machen und dann schauen wir mal. Ja, die Gabelbrücke, die habe ich jetzt schon eingeschickt. Die wird jetzt vermessen und dann, wenn alles gut läuft, dann wird eine neue Gabelbrücke angefertigt für uns. Aber da machen wir nochmal ein extra Video auf jeden Fall draus. Und ja, für die nächsten Steps wäre halt erstmal sauber machen angesagt. Ich setze mich nochmal in Ruhe ran, weil ich habe gemerkt, das ist echt ganz schön kompliziert mit Schrauben und gleichzeitig Kamera. Es muss für die Kamera irgendwie gut aussehen, aber ich muss mir irgendwie Gedanken machen. Und das funktioniert irgendwie. Da brauche ich echt noch ein bisschen Übung, habe ich gemerkt. Und so Schrauben rausmachen und so. Bis jetzt hat nur jede Schraube gegen mich verloren. Aber es kostet echt unheimlich Nerven, das Ganze so bei laufender Kamera zu machen. Weil ich natürlich immer im Hinterkopf habe, jeder Schritt, den ich irgendwie nicht so ordentlich ausführe, der wird dann sofort in den Kommentaren bestraft. Aber ich freue mich ja natürlich immer über euer Feedback. Ja, und wie ich immer so schön sage, ne, ihr schaut die ganzen Videos, aber nicht alle von euch haben abonniert. Ich sehe das immer in der Statistik, deswegen hinterlasst doch gerne mal ein Abo, damit unterstützt ihr mich natürlich mit einem Daumen nach oben auch und mit eurem Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr natürlich noch die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr natürlich auch immer eine Nachricht, wenn die neuen Videos online sind. Also in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video.